Guten Morgen, meine Hübsche. Darf ich dich beglücken mit meiner Eichel? Oh ja, zeig her. Oh. Ich bin zurück. Wo bist du denn gestern gewesen? Ach, ich hab bei Emilia geschlafen. War ein Witz. Cecile hat mich für komische Experimente gebraucht. Die wurden nicht an mir durchgeführt, sondern an einer komischen Katzenfrau, aber ich musste assistieren. Aha. Und das möchte ich ja glauben. Ja. Ich gehe jetzt mal schnell die. Da war so eine komische Frau, die hat in meinem Bett geschlafen und die hatte ihre komischen Dachblöcke vergessen. Und diese grünen Dachblöcke kann ich nicht wirklich gebrauchen. Oh, Emilia. Achso, sie redet wieder über die Torten. Ja, alles klar. Eine große Vitrine für Fische. Was es hier nicht alles gibt. Zeitgenössischer Futon. Zeitgenössisches Zweiersofa. Okay. Ich bin gerade hier an diesem Markt. Da gibt es ja ab und zu Möbel, ne, die du halt so nicht einfach bekommst. Ach so. Aber die sind, ja, die sind aber halt, ja, ja, aber die sind halt sehr, sehr teuer. Zeitgenössisches Doppelbett. Ist das wirklich zeitgenössisch? Ja, es ist relativ modern, ne, und bunt. Hm. Wenn das bunt ist, überfällt es, weiß ich nicht. Dann komme ich jetzt mal wieder nach Hause. Das weiß ich nicht, ob du wieder nach Hause kommst. Du bist gemein zu mir gewesen. Ich glaube nicht, dass ich dich, dass ich dich zu Hause haben will. Ich habe doch gesagt, dass ich nur bei Cecile war. Ja. Ich musste assistieren. Na, das hätte ich jetzt auch gesagt. Glaube ich denn nicht. Haben die Hühner heute schon geschissen? Die Hühner? Also Eier geschissen. Ich habe hier Eier in der Tisch, ja genau. Okay. Maria, geht's ganz gut nach unserem... Wieso hast du da Steine reingebaut? Weil ich dich jetzt... Heute dumm, nicht, oder was? Ich will dich heute nicht sehen. Ah, deswegen baut man einfach Steine in den Eingang. Ja. Weil ich dich heute nicht sehen will. Frauen, ey, unmöglich. Nur am Jammern. Mach dies nicht, mach das nicht, trink nicht so viel Bier, geh mir nicht auf den Keks, lass die Finger von da weg, ich will jetzt nicht, ich hab Kopfschmerzen, ich hab meine Tage. Hallo. Ich hab gar nichts gesagt. Oh Mann. Was wollte ich jetzt? Das weiß ich nicht. Das hat mich total durcheinander gebracht. Ich hab dich durcheinander gebracht, ja? Ja, schon irgendwie. Ist gut. Jeden Morgen halt. Wir brauchen... Mach dich also nur morgens durcheinander. Ach Mist, das habe ich wieder vergessen, die Postbotin. Och, oh, ich habe die Milchmaschine noch. Ach, Scheibenkleister, die ist natürlich schon weg. Aber warum vergisst du das denn ständig, Chester? Ja, so wird es nie was mit der Quest abgeben. Ich will ich auch nicht. Willst du vielleicht ein bisschen Poop haben? Nee. Kein Poop heute. Nein, ich will heute kein Kuckuck. Ich bin frustriert. Willst du dann vielleicht? Aber da. Ich hab vielleicht noch was anderes Schönes für dich, du. Ich hab ein bisschen Milch für dich, wenn du willst. Jo, ich nehm gern eine. Juhu. So. Frisch gezapft von mir. Ich dachte, die heißen Dala. Die linke und die rechte Brust. Vielleicht heißen sie aber auch Linky und Rechti. Ja, genau. Du, ich habe vorhin, ich habe deine Eier vorhin gefunden, guck mal. Oh, cool, danke. Die packe ich zu meinen anderen 12. Okay, ich gucke jetzt mal, was die werte Dame, nee, was ich bei Wallen, was wir bei Wallen machen müssen. Schaue ich mal schnell auf die Liste, was der so haben will von uns. Der möchte ein Dach, natürlich ein Haus, also soll ein richtiges Gebäude sein, eine große Vitrine, zwei kleine Vitrinen und zwei kleine Vitrinen für Käfer. Hast du eigentlich irgendwo Poop hingetan? Oder verkaufst du es mal? Poop ist im Crafting-Regal, wo Stein und Holz drin ist. Hier. Ist schon da.
Musste nur gerade einen Schluck nehmen. Schluck? Ja, einen Schluck. Ich musste schnell einen Schluck trinken, ne? Ach da, ich poop. Was war das noch? Ach stimmt, wir hatten ja noch ein Hühnerstallschild. Ein Grubenlicht. Genau, wir haben noch die Katzen, die wir noch nicht positioniert haben, weil unser Haus noch nicht fertig ist. Warum kann ich da kein Ei drauflegen? Wieso? Die Eier sind damit egal. Weiß ich, aber da kann ich mein Ei nicht drauflegen. Ich habe noch eins in der Hand. Das ist auch kein Ei, das ist ein Spielball. Das ist ein Ei. Ist hier. Echt? Komisch. Ich konnte meine vorhin, das sind drei Eier sogar. Ich konnte meine aber vorhin auch nicht drauflegen. Nee, die lassen sich nicht kombinieren. Warum? Sind das eine vielleicht alte Eier? Ich weiß nicht, da gab es keine Ablaufdatum früher. Oder kann man da vom Bus 12 stecken? Vielleicht kann man da mittlerweile bis nach 12 davon stecken, ich weiß es nicht. Das ist ja ein richtiger Bullshit. Ja, das könnte natürlich auch sein. Wie viel Bauholz haben wir noch? 400, ach, da haben wir noch genügend. Bau. Aber Chester, weil ich du warst, okay. Ich finde es richtig schön, dass ich jetzt wieder da bin. Ich habe nämlich gestern was gefunden, aber ich konnte es dir nicht geben, weil die komische andere Dame da war. Guck jo, was denn? Sternteile? Ja. Hab ich auch ein paar, danke schön. Weil du mein Sternchen bist. Oh, der deinen Namen trägt? Nein, eigentlich nicht, aber weißt du schon, ne? Ja, ich weiß. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Ja, alles Lieder, die wir nicht hören, aber kennen. Leider. Ja, eben. Also gut, grober Holz, Zaun, Leerbox, Marmorblock. Marmorziegel, Rohmarmor und Mörtel. 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 Auf der Kohle. Ja. Geld. Gibt 10, gibt auch 10. Ich glaube, dann nehmen wir den hier, ne? Das bauen wir aus Holz, aus Steinziegel. Da haben wir ein bisschen was. Ist das Ziegelblock? Ich glaube schon. Ich habe mir vielleicht angewöhnt, meine komische Spitzhacke wieder mitzunehmen, du. Was ja. Denn? Was denn, ach du? Ja, ich habe gerade überlegt, ne, aber ich denke, das machen wir so. Okay, dann machen wir das so. Wir brauchen Erdblöcke. Oh, ich habe die gerade in der Tasche noch gehabt, ich bin der Idiot, ey. Bei Bauen Erdblöcke und Mörtel. Das heißt, ich werde gleich noch ein bisschen Mörtel kaufen. Wo habe ich den jetzt wieder hingestellt? Den habe ich da drüben hin. Und dann bauen wir nämlich, genau. Dann baue ich das nämlich, dieses Museum baue ich aus den, hässlichen roten Ziegeln. Die hässliche rote Ziegel? Aus der Umgebung? Ja, aber den können wir auch selber craften und da haben wir noch ziemlich viel vom alten Haus übrig. Ach so. Gut, wir hätten sonst auch noch was von meinem alten Haus. Ich weiß aber gerade nicht mehr. Das war, glaube ich, blau, oder? Ja. Jetzt muss ich bloß gucken, ob das der gleiche Block ist. Ziegelblock, ja, ja. Okay, warte mal. Jetzt brauche ich Mörtel. Mörtel. Das wird jetzt ein bisschen teuer. Da hinten glitzert was. Da glitzert was. Da muss ich ja direkt wieder an deine Augen denken, Chester. Echt? Die glitzern auch immer so schön. Ach Mensch. Mach mir doch nicht solche Komplimente, sonst würde ich noch meinen, du kannst mich leiden. Ja, ich leide, wenn du nicht da bist. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, du. Kannst du mir doch nicht antun. Da denke ich ja zuletzt noch, dass wir was haben oder so. So. Tritra trullala, tritra trullala. Er will mich nicht. Hä? Wo sind jetzt meine ganzen Blöcke hin? Ich hatte ja doch ganz viele. Hatte ich jetzt nur einen Ziegelblock im Inventar? Ernsthaft? Ach ja, stimmt. Das war dieser eine, den ich vorhin aus dem Keller rausgehoben habe. Du hast aus dem Keller ein Ding rausgeholt? Ja, ja, und ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum ich nur einen habe, aber nee, nicht aus dem Keller. Wir hatten doch vorhin das Problem, wo die Tür nur ach, stimmt, ein richtig. Breit war. Mhm. Genau, und den habe ich ja abgebaut. Stimmt, da ja, war was. Ja, genau, und das habe ich schon wieder verdrängt gehabt, dass es nur einer war. Mensch. Typisch Mann, vergessen immer alles. Kann nicht sein, dass ich mal dumm bin oder so. Ja. Ja. War jetzt gerade ein bisschen verpeilt, wo ich mich gedacht habe, es geht doch nicht. So, hä, was jetzt los, ne? Ja, meine Güte. Mama darf ich auch mal. Ich weiß, du fühlst deinen männlichen Charakter einfach zu sehr. Ja, ich fühle den Vollgas, ne? Das ist Wahnsinn. Ich hätte eigentlich, ne, hätte ich eigentlich ein Mann sein sollen. Ja, du hättest manchmal eine Frau sein können. Ja, unter anderem heute wieder.
Ja. Die Gute hat leider ihre Tage. Na, war heute nicht so gut drauf, aber ist in Ordnung. Hat jeder mal. Ja, das stimmt. Nur zur Information auch für alle anderen Leute, ne? Jeder hat mal schlechte Tage und die darf man auch mal ausleben. Auch wenn es sehr anstrengend für einen selber ist, aber... Die sollte man auch ausleben. Ja, genau. Weil sonst zieht sich das über mehrere Tage und dann fängt man wieder an. Ja, genau. So. Ein Glühwürmchen. Mhm. Und ein Käferl. Ein Käferli. Eine braune Zikade. Eine Zikade, aha. Aha, aha. Was passiert eigentlich, wenn ich an der Zikade? Dann fängt sie an zu zirpen. Zirp, zirp. Ja, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Also, eine Schönheit wird es jetzt nicht. Ne? Wir haben jetzt natürlich noch keine Kommentare, ob wir schön bauen sollen oder nicht. Ah. Ja, stimmt, wir könnten eigentlich noch fragen, sollen wir eine Burg bauen? Du mit deiner Scheißburg. Ne? Sagt er in der letzten Aufnahme noch, oh, das Material ist ja alles so teuer, ich glaube nicht, dass ich da eine Burg baue. Und jetzt aber mein Dad wieder eine Burg bauen wollen. Ich will immer eine Burg bauen, das weißt du doch. Ja, unmöglich. Nein, eigentlich will ich bloß einen Turm bauen, der keine Tür hat mit, und dann... Genau. Damit ich dich dann oben reinstecken kann, Rapunzel, und du kannst schon die ganze Zeit von oben runter starren und ich sag dann, wirf deine Haare herunter. Ja, Rapunzel, das Problem ist, dass ich dir dann wirklich... Ja, genau, und dann werfe ich dir mein Haar runter, das ich nämlich gerade verloren habe. Das ist sogar noch, wieso, gerade verloren? Nein. Ich verliere doch, oder ich verteile doch meine Haare immer überall, weiche doch. Achso, ja, das kann ich bestätigen, ne? Weil unser ganzer Bartboden war voller brauner, lockiger, langer Haare. War komisch. Die waren überall. Im Kinderzimmer. Und überall. War Wahnsinn. Ja, das, genau. Ich hab mir halt gedacht, der harte Boden, der ist halt so hart, der Bodenteppich. Ja, genau, du hast ja gedacht, ich hinterlasse jetzt hier mal, weil damit die Leute mal nicht diesen hässlichen Fliesenboden haben, sondern, ne? Genau, einen schönen Flauscheteppich. Schön Flauscheteppich. Oh Gott. Damit wir auch ja, im Winter einen warmen Fußboden haben. Sehr schön. Ganz genau. Ich habe nur an euch gedacht, ja? Ja, das ist sehr schön. Ich wollte was verkaufen dabei, Herbert. Ja. Mann, du. Ich hab schon wieder Blütenblätter. Was ist ja Blütenblätter? Ja, ich habe schon wieder Blütenblätter im Inventar und weiß nicht, was ich damit machen soll. Weil ich gerade die Blumen abgebaut habe, da wo ich dieses Mausoleum, wollte ich gerade sagen. Das Mausoleum ist ein anderes Spiel. Das Museum bauen. Die braune Chikara, so. Die lasse ich dann erstmal in der Tasche. Ich habe eine neue Tür gekauft für unseren Schuppen. Eine neue Schuppentür, die kann ich mir gleich mal zeigen. Wenn ich denn hier soweit bin. Kaufen. Kaufen. Ja. Und das Ding. Das Ding. Und das. Und wo ist jetzt Chester wieder hin? Der wollte mir irgendwas zeigen. Nee. Musste nur nach Hause gehen. Dann siehst du die Tür schon. Ach Mann, jetzt muss ich mich auch noch bewegen. Oh, Wahnsinn, immer diese Kacke. Eins, ja, wenn ich mich bewege, dann ja, lädt die Umgebung irgendwie nicht. Ach so. Nicht bewegen, immer schön stillhalten. Ja, das sagt Chester auch immer, wenn wir im Bett liegen. Ach so, nee. Das habe ich noch nie gesagt. Nee. bist du schon zu Hause? Ich bin gerade zu Hause. Ja, genau. Hallo dir. Na. Chester, letztens war ich beim Ozean angeln. Ja, ich hatte ein richtig widerspenstiges Ding am Haken. Muss riesig gewesen sein. Ja. Ich hatte aber dich gar nicht. Was passiert? Meine Leine ist gerissen und ich bin nach hinten weggepurzelt. Als ich mich wieder aufgerappelt habe, war es schon entwischt. Ja. Es hat meinen Glückshaken mitgenommen. Es muss noch irgendwo in der Kreatur stecken. Ich traue mich nicht, ihn mir wiederzuholen. Ja, kannst du das für mich übernehmen?
ist wirklich wichtig. Ja. So bekommen wir wieder eine Quest. Kannst du dir auch gerne annehmen. Aha. Nee, bei mir hat sie nichts. Bei dir hat sie die Quest nicht? Ja. Ah, toll. Ja. Aber ich glaube, ich habe immer hast du die Tür angeschaut oder nicht? Ach so, das fällt mir jetzt nicht auf. Oh, ich habe doch gesagt, die neue Schuppentür. Ja. Was hat man denn vorher für eine Tür drin? Eine normale Wohnungs Zimmertür. Und jetzt haben wir eine Gasthaustüre. Ja, die ist viel schöner, du. Oh. Oh. Das ist zum Glück überhaupt nicht. Ja, was? Was ist das? Überhaupt nicht verstörend. Gutes Nächtli. Gute Nacht.